Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Das Hündchen macht in seiner Hundehütte ein Nickerchen. Oh, es riecht etwas. Das Hündchen versucht herauszufinden, was das für ein Geruch ist. Hunde haben einen sehr guten Geruchssinn. Es riecht Rauch. Es brennt irgendwo. Helferautos, wir brauchen eure Hilfe. Ihr müsst herausfinden, wo das Feuer ausgebrochen ist. Der Bulldozer und das Polizeiauto fahren aus ihren Garagen raus. Sie werden versuchen herauszufinden, wo es brennt. Hündchen, und jetzt gib dem Feuerwehrauto Bescheid. Oje, das Garagentor geht nicht auf. Lauf schnell zur Werkstatt und hol Motoröl. Hier brennt's also, im Wald. Prima, das Polizeiauto hat einen Feuerlöscher dabei. Nur mit dem Schaum lassen sich die Bäume nicht löschen. Bulldozer, grab eine Schneise, damit die anderen Bäume nicht Feuer fangen. Jetzt kann das Feuer nicht mehr auf die anderen Bäume überspringen. Das Hündchen ist zur Werkstatt gekommen. Es hat Motoröl gefunden. Wenn wir damit das Garagentor einölen, müsste es aufgehen. Feuerwehrauto, geh ein Stück vom Garagentor weg. Wir tröpfeln ein wenig Öl drauf. Jetzt müsste das Tor aufgehen. Prima! Das Feuerwehrauto schaltet seine Warnleuchten und die Sirene ein. Es macht sich auf den Weg, um das Feuer zu löschen. Das Feuerwehrauto ist schon da. Wassermarsch! Klasse! Das Feuer ist gelöscht. Alle freuen sich. Die Fahrzeuge können wieder zu ihren Garagen fahren. Dankeschön, Helferautos. Die Helferautos haben immer viel zu tun. Mal sehen, wem sie nächstes Mal helfen müssen. Tschüss, Helferautos. Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Das sind drei kleine Autos. Sie wollen ein Rennen fahren.
Rotes Auto, fahr ein Stück zurück. Prima, jetzt stehen alle Autos in einer Reihe. Auf die Plätze, fertig, los! Schau mal, wie schnell sie sind. Das rote Auto überholt die anderen und fährt in den Looping. Oh nein, ein Schlagloch. Sei vorsichtig. Das kleine Auto liegt auf dem Dach. Hast du dir wehgetan? Nein, dem Auto geht's gut. Dieses Schlagloch ist ja riesig. Das ist gar nicht gut. Wir müssen uns was einfallen lassen. Kleine Autos, wo fahrt ihr denn hin? Zementmischer, Vorsicht! Fall nicht ins Loch! Schau mal, die kleinen Autos haben große Bauklötze mitgebracht. Sie wollen die Straße reparieren. Noch mehr Bauklötze. Versuch mal drüber zu fahren. Das ist nicht sehr praktisch. Das kleine grüne Auto steckt fest. Und was, wenn wir Bälle ins Loch schütten? Versuchen wir es mal. Jetzt ist die Straße ebener. Wer will versuchen, drüber zu fahren? Das rote Auto. Nein, mit den Bällen funktioniert es auch nicht. Die kleinen Autos gehen Hilfe holen. Helferautos! Wer kann uns helfen, die Straße zu reparieren? Die Straßenwalze, der Kipplaster und der Bagger machen sich auf den Weg. Als erstes müssen sie die Bauklötze und die Bälle aus dem Loch holen. Der Bagger lädt sie in den Karton. Es sind ganz schön viele Bälle und Bauklötze. Und was macht der Kipplaster? Er schüttet eine Asphaltmischung ins Loch. Jetzt muss die Asphaltmischung zusammengedrückt und geebnet werden. Für die Straßenwalze ist das eine Kleinigkeit. Die Straßenwalze hat vorne einen schweren Zylinder. Damit kann sie Asphalt flach drücken und die Straße ebnen. Das war gute Arbeit. Die kleinen Autos freuen sich, dass die Straße repariert ist. Dankeschön, Helferautos. Das Rennen kann weitergehen. Das Hündchen gibt das Startzeichen. Auf die Plätze, fertig, los! Die Baustellenfahrzeuge fahren wieder in ihre Garagen. Bis zum nächsten Mal, Helferautos.